Es gibt einen großen Zauberer. Er lebt nicht oben auf einem Zauberberg. Er trägt ein schwarzes Gewand, das sieht aus wie Teer. Er hat viele kleine Jungen nicht gerade aufgeklärt. Und er ist Priester in der Klosterschule, wo er Eier versteckt wie bei der Ostersuche. Was für ein ekliger Witz. Er lacht und vergeht sich dann täglich an Kids. Das Jesuskind blickt hinunter vom Kreuz und es scheint fast im dunstigen Licht, als wenn es zustimmend nickt. Zurück zu den Kids, von denen manches sich ritzt und manches bald fixt. Und manches hat Mut und nimmt sich den Strick. Doch nur eines steht auf und gibt ihm einen Stich, der leider nicht trifft. Der Priester, der blickt hernieder, seine Faust mit dem Kreuz geht nieder. Das tut sie wieder und wieder. Es ist alles wie im Märchen, nur es gibt kein schönes Ende. Denn am Schluss von der Geschichte triumphieren die bösen Menschen. Die Prinzessinnen und Prinzen überleben keine Stunde in den surrealen Fabeln aus dem Pilzwald in meinem Munde. Sie ist keine witzige Hexe, sie ist die Witwe des Metzgers, der sie seinerzeit durch Geschichten mit anderen Weibern verletzt hat und der sie unterschätzt hat. Nach dem Essen trank er seinen Magen bitter. In seinem letzten waren Glassplitter und die Dinger sind gut zum Herbeiführen einer letalen inneren Blutung. Da war sie auf den Geschmack gekommen. Sie tötet Menschen in ihrem Backofen. Sie annonciert deine Wohnung zur Untermiete für Studenten aus Skandinavien. Als kleines Willkommen serviert sie selbstgemachte Lebkuchen gefüllt mit Valium. Die ersten Opfer hießen Hans und Greta, dann Franz, Ferdinand und Agneta, dann der und der und die und so weiter und so weiter. Es ist alles wie im Märchen, nur es gibt kein schönes Ende. Denn am Schluss von der Geschichte triumphieren die bösen Menschen, die Prinzessinnen und Prinzen überleben keine Stunde in den surrealen Fabeln aus dem Pilzwald in meinem Munde. Guck die Prinzessin an, unsere Cinderella. Sie empfängt nicht nur Prinzen in ihrem Keller, posiert in der Kutsche aus Glas, benutzt ihren Arsch in schmutzigen Bars, küsst hässliche Kröten für einen günstigen Kurs, beseitigt im Klo schon die fünfte Geburt, kauft Feenstaub von ekligen Typen. Sie baut ihre Wahrheit auf wenigen Lügen, doch die haben's in sich. Sie kauft viel auf Kombi, nimmt sich den Stoff und verschwindet. Ich find dich, schreit ihr Dealer und greift zum Messer. Dann fährt er bei ihr vorbei, sie steht ein Block weiter an der Telefonzelle. Er kommt, er sticht sie, lässt sie liegen. Sie wollte doch nur, dass jeder sie mag. Die Telefonzelle wird dann ihr gläserner Sarg. Es ist alles wie im Märchen, nur es gibt kein schönes Ende. Denn am Schluss von der Geschichte triumphieren die bösen Menschen. Die Prinzessinnen und Prinzen überleben keine Stunde in den surrealen Fabeln aus dem Pilzwald in meinem Munde. Es ist alles wie im Märchen, nur es gibt kein schönes Ende. Denn am Schluss von der Geschichte triumphieren die bösen Menschen. Die Prinzessinnen und Prinzen überleben keine Stunde in den surrealen Fabeln aus dem Pilzwald in meinem Munde.